I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 23. März 2022. Schönen guten Morgen. Heute der Frühsport ein bisschen gekürzt im Vergleich zu sonst. Mir ist nicht so, ich muss ins Bett gleich und deswegen heute früher aufnehmen als sonst. Deswegen liegen mir noch weniger Ergebnisse vom gestrigen Abend vor, aber das macht nichts. Die Vorschau auf den Mittwoch, die habe ich auf jeden Fall hier drin. Und alles andere reiche ich dann morgen nach, wenn wir auch hier WM-Qualifikationen machen. Das schiebe ich alles dann auf morgen. Kein Thema. Wir gehen mal kurz drüber, was schon vorliegt. Und zwar aus der Champions League der Frauen. Das Spiel von Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Es endet mit 1:2. Das ist das Viertelfinal-Hinspiel. Also die Französinnen liegen mit einem Tor in Führung. Rückspiel gibt es nächste Woche. Und, aber ganz klar, Auswärtstorregel zählt nicht. Das heißt, ein 1:0 für Bayern in Paris reicht, um eine Verlängerung zu erzwingen. Zweites Spiel läuft noch. Real Madrid liegt dort gegen Barcelona gerade mit 1:0. In Führung. Ebenfalls noch am Laufen sind die Eishockeyspiele in der DEL. Das ist jetzt unsinnig, darauf zu gucken. Ich kann vom Tennis berichten, dass in der Qualifikation zum Turnier in Miami Tatjana Maria in 3 Sätzen ausgeschieden ist in der Quali. Gojovcic spielt gerade und hat den ersten Satz gewonnen. Das ist aber alles noch Quali fürs Hauptturnier. So, und der Rest Basketball läuft auch noch. Und dann habe ich noch zu verkünden, dass das Volleyball-Europacup-Finale, der CEV-Pokal, dass das fertig ist. Und Stuttgart hat es nicht geschafft, gegen Eczacıbaşı Istanbul das Ding noch zu drehen. Hat auch das Rückspiel mit 1:3 verloren. Und damit geht der Pokal nach Istanbul. Trotzdem Glückwunsch an Stuttgart für den Finaleinzug. Und Pokalsieger sind sie ja trotzdem am Wochenende geworden. Und dann habe ich noch ein Ergebnis vom Hockey aus der Pro League. Der Frauen, da verliert Deutschland nach Penalties gegen Spanien mit 2:3. Gucken wir aufs Programm von heute. Guck mal, Radfahren habe ich auch noch fast übersehen. Doch schon einiges hier gesammelt, was so angekommen ist. Caden Groves aus Australien ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber er hat gewonnen die 2. Etappe der Katalonien-Rundfahrt vor Phil Bauhaus. Und das führt jetzt nicht zu der Gesamtwertung, aber in der Gesamtwertung hat sich ein bisschen was getan. Vorne jetzt der Norweger Jonas Iversby Widerberg. Den Namen musste ich auch ablesen. Mir auch vorher noch nicht begegnet. Michael Matthews, 1 Sekunde hinten dran auf Platz 2. Und dritter ist Hugo Hofstetter aus Frankreich. So, die anderen Favoriten, alle dann hinter Platz 11. Also die ganzen Kreuzwegs, Quintanas und wie sie alle heißen. Valverdes, Carapaces. Deren Stunde schlägt heute. Fangen wir vielleicht mit Radsport an. Jetzt sind wir beim Vorblick auf den heutigen Tag. Es gibt die 3. Etappe bei der Katalonien-Rundfahrt und die wird jetzt stramm. Es gibt 3 Berge der ersten Kategorie. Der 3. davon ist eine Bergankunft in den Pyrenäen und da wird sich jetzt wirklich hier die Spreu vom Weizen trennen. Eben im Blick auf die Gesamtwertung. Also bisher war es hügeliges Einrollen und die Abstände sind jetzt auch noch nicht die Welt. Also das sind jetzt hier die ersten, weiß ich, Platz 45, 48, die sind noch keine Minute hinter Platz 1. Aber morgen wird es Minuten geben. Kann ich schon mal versprechen, wer Bock hat reinzugucken, 14:45 Eurosport 1 ist live drauf, wie die letzten Tage auch schon. Dann geht's weiter beim Champions League Finale der Champions League Viertelfinale der Frauen. Wieder mit deutscher Beteiligung und zwar mit dem VfL Wolfsburg. Die spielen beim FC Arsenal, um 21 Uhr geht's los. Und das frühe Spiel ist um 18:45 Juventus Turin gegen Olympique Lyon. Letztere der große Favorit in dieser Partie, würde ich mal glatt sagen. Aber muss auch erstmal gespielt werden, natürlich, ne? Phrasenschwein. Wer sehen möchte, der kann auf YouTube mit reingucken. Da wird auf dem DAZN-Kanal natürlich alles wieder für umsonst gestreamt. Ihr könnt auch bei DAZN direkt reingucken. Das ist wurscht, da seht ihr das Gleiche. Und aber wurde DAZN noch ein Leckerli für die Freunde des wirklich, wirklich exotischen Fußballs. Ich bin nicht sicher, wer da. Also, es gibt Mainstream-Spiele, es gibt Hipster-Spiele und es gibt noch oben drüber das, was DAZN heute überträgt. Ich sag's einfach und dann lasse ich es einfach im Raum verhallen. 18 Uhr, DAZN Live, Freundschaftsspiel, wo es noch nicht mal irgendwie um was geht, Gibraltar gegen Grenada. So, jetzt ihr. Ich mach mal weiter. Deutsche Eishockey-Liga, 19:30 gibt es die nächsten Nachholspiele auf DAZN, soll es zumindest geben. Geplant sind 5 Stück, München gegen Nürnberg, Fishtown gegen Bietigheim, Iserlohn gegen Mannheim, Krefeld, Wolfsburg und Straubing, Düsseldorf. Wenn es klappt, alle 5 zu sehen auf Magenta Sport, könnt ihr mal gucken, ob es denn dann stattfindet. Tennis in Miami geht jetzt los im ATP-Turnier. Ab 16 Uhr überträgt Sky Sport live und das Damenturnier wie immer auf Tennis Channel gegen extra Abo zu sehen. Aber eben die Männer von 16 Uhr bis tief in die Nacht hinein könnte Tennis aus Miami gucken. Tausender Turnier, auch bei den Damen. Also die Elite ist am Start.
Basketball-Bundesliga hat die nächste Absage zu verkraften. Da war eigentlich geplant, dass Bamberg gegen Crailsheim spielt. Das ist jetzt abgesagt worden. Was bleibt übrig? 19 Uhr Bayreuth-Oldenburg und um 20.30 Uhr Göttingen gegen Heidelberg. Sind jetzt nicht die ganz großen Knaller, aber beide Spiele gibt es live zu sehen auf Magenta Sport. Und dann gibt es heute noch ein Champions League-Spiel aus dem Basketball. Und zwar das finale Champions League-Spiel von Ludwigsburg bei Galatasaray. Das ist insofern interessant, das ist ja eine Vierergruppe. Zwei kommen weiter. Und ich sagte ja schon mal, in dieser Gruppe sieht es so aus, Galatasaray ist abgeschlagen, letzter. Und die anderen drei sind punktgleich. Das heißt, einer von denen wird noch rausfallen. Und es spielen ja noch zwei gegeneinander. Hapoel Holon gegen Dijon, die spielen im direkten Duell. Und das heißt, wenn Ludwigsburg sein Spiel gewinnt bei Galatasaray, dann steht dem Gruppensieg eigentlich nichts mehr im Wege. Dann können die da hinten um Platz 2 noch sich duellieren, aber das kann der Ludwigsburg egal sein. Daumen drücken, 18 Uhr geht das los und ist natürlich live zu sehen, wenn es nicht abgesagt wurde. Ich schau mal kurz. Nö, sieht gut aus. Ist live zu sehen auf YouTube. Ne? Ist ja Basketball Champions League, die gibt es auf dem YouTube-Kanal Basketball Champions League. Ludwigsburg, Galatasaray, 18 Uhr. Und für die Hockeyfreunde habe ich noch was. Deutschland gegen Spanien, das nächste Duell in der Pro League, heute wieder 15.30 Uhr und wieder live auf The Zone, das Ganze zu sehen. Das war's für heute, ist doch ein nettes Paketchen dabei gewesen. Also Hockey, Basketball mit dem Champions League-Spiel natürlich vor allem, Tennis aus Miami, DEL-Nachholspiele, Champions League der Frauen, schöne Radsport-Etappe und natürlich Gibraltar gegen Granada. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Sorry, war ein bisschen kurz alles. Morgen machen wir es wieder gut, wenn ich wieder fit bin. Fitter. Es ist nicht so schlimm. Ne? Ich habe auch gerade einen Test gemacht, negativ. Also sieht noch ganz gut aus. Schönen, was haben wir, Mittwoch, gell? Schönen Mittwoch euch und danke fürs Zugucken. Tschüss.